The next section will not be in the notes that you have. Den nächsten Abschnitt findet ihr leider nicht in den Unterlagen, die wir ausgeteilt haben. But go ahead and turn to Matthew chapter 3 and also Luke chapter 3. We'll stay mainly with Matthew, but make a comment from Luke. Aber lasst uns dazu Matthäus Evangelium Kapitel 3 und auch Lukas Evangelium Kapitel 3 ausschlagen. Wir werden weitestgehend im Matthäus Evangelium bleiben, aber auch ein paar Sätze zu Lukas sagen. We're dealing with the baptism of the Messiah at the moment. Wir beschäftigen uns hier mit der Taufe des Messias. His baptism marks the last act of his private life and the first act of his public life. Denn die Taufe markiert den Wendepunkt zwischen dem letzten Akt seines privaten Lebens und dem ersten seines öffentlichen Auftretens oder Lebens. Now the act of immersion or baptism was already a very common Jewish practice before it became a church practice. Wir müssen dabei im Auge behalten, dass die Taufe selbst schon eine sehr gewöhnliche Übung im Judentum war, bevor es überhaupt Praxis in der Gemeinde wurde. It was started with the many ritual immersions required by the Mosaic law. Das begann mit sehr vielen rituellen Waschungen oder Waschungen unter dem mosaischen Gesetz. But also whenever a Gentile would convert to Judaism, he would have to undergo certain rituals, one of which was immersion in water. Aber wenn zum Beispiel ein Nichtjude übertrat zum Judentum, dann musste er auch verschiedene Rituale unterlaufen. Eines davon war zum Beispiel das Taufen, das Untertauchen im Wasser. That there are certain key words we should know dealing behind the ritual of baptism. Es gibt gewisse Schlüsselbegriffe, die sollten wir im Auge behalten, wenn wir uns um die Taufe kümmern. The one term in Hebrew is called mikveh. Der eine hebräische Begriff ist mikveh. A mikveh is a term that's not used for baptism itself, but where you go to be baptized or immersed. Und die mikveh ist nicht der Begriff für die Taufe selbst, sondern also für das Untertauchen, sondern für die Taufe, also wenn man zur Taufe, zu diesem Tauffest geht. The conversion process is that after the Gentile convert received all of the necessary training and teaching, he would then undergo immersion in the mikveh. Nochmal dieses Beispiel eines Proselyten: Wenn ein Nichtjude zum Judentum übertreten wollte, dann musste er erst ausführlich in den Geboten des Judentums unterwiesen werden, und wenn dieser Prozess abgeschlossen war, dann kam seine mikveh. The actual Hebrew word for immersion is tvila. Das hebräische Wort für Untertauchen ist tvila. That's the same root as in Hebrew Yochanan ha-Matbil, meaning John the Baptist. Das ist das gleiche Wort, was seinen Stamm auch in Johannes dem Täufer findet. And from the Hebrew you have two basic Greek words developing. Und von diesem hebräischen Wort haben wir zwei griechische Worte. The first word is bapto, which means to dip or to die. Das erste griechische Wort ist bapto, das bedeutet so viel wie eintauchen oder färben. It's just of a piece of cloth that was put into a dye. When it came out, it changed its identification, it changed its color. Das lehnt sich an dieses Färben von Kleidern. Stellt euch vor, ihr habt tatsächlich so ein Fass mit Farbe gefüllt und ihr taucht ein Kleidungsstück ein. Sobald ihr es herauszieht, hat es seine Farbe gewechselt und damit seine Identität. But the more intensive Greek word is the word baptizo, which is equivalent to the Hebrew tvila, immersion. Aber das intensivere griechische Wort wäre baptizo, und das ist das Äquivalent zu dem hebräischen mikveh, untertauchen. Zum hebräischen tvila, untertauchen. An emphasis of the word itself is on the mode of baptism, which would always be by immersion. Und dieses Wort baptizo betont den Modus, wie die Taufe stattfand, nämlich durch Untertauchen. But the meaning of the act is the meaning of identification. Aber die Bedeutung dieses Aktes des Taufens ist Identifikation. So when one is baptized, he identifies with either a person and or message and or group. Wenn sich jemand taufen ließ, dann bedeutete das, dass er sich mit einer Person und oder seiner Botschaft und oder einer Gruppe identifizierte.
And so when a Gentile converted to Judaism underwent baptism, he identified himself with the God of Israel and the Jewish people. Wenn also ein zum Beispiel Nicht-Jude Proselyt wurde, übertrat zum Judentum, dann hat er durch die Taufe seine Identifikation mit dem Gott Israels und mit dem Volk Israels bekannt. And those who underwent the baptism of John the Baptist were identifying themselves with his kingdom message. Und deswegen gab es ja auch schon bei Johannes dem Täufer Taufen. Und sie, die sich dort taufen ließen, haben sich mit eben diesem Botschafter, Johannes dem Täufer, und seiner Botschaft vom Königreich, vom Himmelreich identifiziert. Undergo believers baptism, we identify ourselves with his death and his burial and his resurrection from the dead. Und wir als Gläubige, wenn wir uns taufen lassen, dann bedeutet das für uns auch Identifikation mit dem Herrn Jesus Christus, mit dem Messias, mit seinem Kommen, Sterben, Begraben und Auferstehen. So the basic meaning is always the same, identification. The difference is who or what we identify ourselves with. Das heißt, die grundlegende Bedeutung einer Taufe ist immer die gleiche. Es geht um Identifizieren, Identifikation. Der Unterschied ist nur, mit was oder wem identifizierst du dich? But a new identification also means a break from the old one. Aber wenn man eine neue Identifikation geht, dann bedeutete das gleichzeitig einen Bruch mit der alten. So Gentile underwent the immersion process for conversion to Judaism. He was breaking away from his paganism and idolatry history. Wenn also ein Nicht-Jude diese Taufe als Proselyt unterlief, dann bedeutet das gleichzeitig, dass er sich abgewandt, abgesondert hat von seinem Heidentum und von seinem alten Götzendienst. So the meaning of the act identification, but the meaning of the terms emphasize the mode by immersion. Also, wenn es um den Akt geht, dann geht es ist die Bedeutung Identifikation. Wenn es um den Modus geht, dann geht es um Untertauchen. Baptism practice either by pouring water or sprinkling arose after the church broke away from its Jewish connection. Dieses Taufen durch Besprengen oder Begießen mit Wasser kam erst wesentlich später, nachdem eben die Gemeinde Jesu ihre Wurzeln aus dem Judentum vergessen oder hinter sich gelassen hatte. Altogether we can find six reasons for his baptism. Insgesamt können wir sechs fundamentale Gründe für die Taufe Jesu festhalten. Four of these come from the context of the baptism. Vier stammen direkt aus dem Kontext seiner Taufe. The other two come from other passages. Und die anderen beiden finden wir in anderen Abschnitten der Schrift. I want to go through these quickly. They're not actually necessary from a Jewish background. Ich werde über diese nur schnell oder kurz sprechen, weil sie für das Studium von einem jüdischen Hintergrund nicht bedeutend sind. But what happens with the voice of the Father and the visibility of the Spirit has a Jewish frame of reference. Aber wenn wir es hier mit der Stimme des Vaters und des Sichtbarwerdens zu tun haben, dann hat das sehr wohl mit dem jüdischen Hintergrund zu tun. But the first purpose of his baptism is to identify with all righteousness, to fulfill all righteousness. Der erste fundamentale Grund für die Taufe Jesu war, damit er alle Gerechtigkeit erfüllen sollte. Righteousness involves living consistently with an absolute standard. Gerechtigkeit hat damit zu tun, dass man beständig unter einem absoluten Standard lebt und ihn erfüllt. And the absolute standard at this point was the law of Moses. Und der absolute Standard zu diesem Zeitpunkt zur Taufe Jesu war das mosaische Gesetz. He will fulfill all righteousness, he'll fulfill the righteousness of the law. Und so erfüllte er die gesamte Gerechtigkeit oder die gesamte Gerechtigkeit des mosaischen Gesetzes. Secondly, to be identified with the preaching of the kingdom. Zweitens, der zweite Grund dreht sich um die Verkündigung des Reiches. John's message was repent in preparation for the coming of the king and the kingdom. Die Botschaft von Johannes dem Täufer war doch kehrt um und glaubt, und dabei ging es um das bevorstehende Reich, was Johannes ankündigt. His baptism would identify him with John's message of the king and kingdom. Und diese Taufe identifizierte den Herrn Jesus mit Johannes dem Täufer und seiner Botschaft von dem bevorstehenden Himmelreich. Thirdly, to be identified with the believing remnant being prepared by John. Ein dritter Grund für die Taufe Jesu war es, um sich mit dem gläubigen Überrest zu identifizieren, der von Johannes dem Täufer vorbereitet wurde. It builds on the concept already found from the time of Elijah and through the prophets of the Hebrew Bible.
dieses Konzept eines Überrestes begann unter Elia und zieht sich von Elia fort durch die gesamte jüdische Bibel, unser Altes Testament. A contrast between all Israel, all Jews who are descendants of Abraham, Isaac and Jacob. Wenn wir von Überrest reden, dann reden wir von diesem Gegensatz zwischen auf der einen Seite allen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. And the remnant of Israel, the Jews actually believe what God had revealed through Moses and the prophets. Und auf der anderen Seite dem Teil der Juden, die tatsächlich glaubten, was Gott durch Mose und die gesamten Propheten offenbart hatte. Now in Isaiah chapter 8, he points out the difference between the two Israels. In Jesaja 8 wird der Unterschied zwischen diesen zwei Israels betont. The non-remnant will pursue idolatry. Dieser nicht Überrest, also der wahrscheinlich der mit Sicherheit der größere Teil Israels, ist in dem Götzendienst verfallen. But the remnant stayed faithful to what was revealed through the law and the prophets. Aber der Überrest war dem, was durch das Gesetz und die Propheten offenbart wurde, treu geblieben. But Isaiah 8 also prophesied one more point. Aber in Jesaja 8 finden wir noch eine weitere Prophetie. When Emmanuel finally arrives, he'll become the new point of division between the remnant and the non-remnant. Wenn dieser Emmanuel dann endgültig ankommen, zu uns kommen würde, dann wird er auch der Stein des Anstoßes werden zwischen den beiden Gruppen. And that develops through the death and resurrection of the Messiah and the birth of the church in Acts 2. Und das dieses Thema entwickelt sich ganz besonders dann durch den Tod des Messias, seine Auferstehung und die Gründung der Gemeinde. But the remnant consisted of those that were responding to John's message at this point of time. Und wenn wir jetzt wieder in die Zeit des Johannes des Täufers vorspulen, in dieser Zeit identifizierte Johannes der Täufer eben diesen gläubigen Überrest, der schon seit Jesaja bestand. And in this way he would be identified with a group of people, the remnant. Und so hat sich auch der Herr Jesus durch seine Taufe mit diesem gläubigen Überrest, also mit einer Gruppe von Menschen, identifiziert. And the fourth point, which is going to bring us to the Jewish background, is to be made publicly known to Israel. Und ein vierter Grund, und das führt uns zu seinem öffentlichen Wirken, war, durch die Taufe wurde der Herr Jesus öffentlich Israel vorgestellt. I'll come back to that in a moment. Da kehre ich gleich darauf zurück. Two other reasons come from other passages. Es gibt noch zwei weitere Gründe für die Taufe des Herrn Jesus, und die finden wir in zwei anderen Abschnitten. A fifth reason is to be identified with sinners. Ein fünfter Grund ist, um sich mit Sündern zu identifizieren. 2. Corinthians chapter 5, verse 21. 2. Korinther 5, Vers 21. He who knew no sin was made like unto sin. Der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht. And then the sixth reason is found in Acts 10, verse 18. Und der sechste Grund finden wir in Apostelgeschichte 8, Vers 13. To receive a special anointing by the Holy Spirit in preparation and launching of his public ministry. Um eben vom Heiligen Geist eine besondere Salbung zu bekommen, die sein öffentliches Wirken einsetzte. Let's pick up the point we bypassed to be made publicly known to Israel. Aber lasst uns noch mal zu diesem Punkt, den wir übergangen haben, zurückkehren. Ein vierter Grund für die Taufe des Herrn Jesus war auch, um ihn öffentlich in Israel bekannt zu machen. At his baptism, his immersion, the whole triune God makes his appearance either visibly or audibly. Während der Taufe des Herrn Jesus hat die gesamte Dreieinigkeit sich gezeigt, entweder sichtbar oder zumindest hörbar. God the Son is in the person of Yeshua, in the person of Jesus undergoing the immersion. Gott der Sohn ist präsent im Yeshua, im Messias, während er ja getauft wird. And the Spirit also becomes visible at the end of verse 16 of Matthew, the Spirit of God descending as a dove and coming upon him. Und auch der Heilige Geist ist bei der Taufe Jesu sichtbar. Das finden wir in Matthäus 3, Vers 16, als er in Form einer Taube herabfährt. Now to make sure we don't understand that merely something ghostly that had the basic shape of a form. Damit wir verstehen, dass es hier nicht nur um ein Geistwesen geht, nimmt es eine Form an. Luke is more specific in Luke chapter 3, verse 22. Lukas ist hier genauer, Lukas 3, Vers 22.
that the spirit took on actual bodily form of a dove and in the form of a dove descended upon the Messiah. Dass er tatsächlich die Gestalt einer Taube annahm und in Gestalt dieser Taube auf den Messias herabkam. Now the question is, of all the different ways the spirit took on different ways he could become visible, why did he choose the form of a bird? Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, von den vielen Möglichkeiten, die dem Heiligen Geist zur Verfügung gestanden hätten, sich sichtbar zu machen, warum hat er ausgerechnet die Form eines Vogels angenommen? Why specifically that of a dove? Und warum ausgerechnet die Gestalt einer Taube? The first time the spirit is mentioned in scripture is in the first chapter of 1 Moses at verse 2. Das erste Mal, dass der Heilige Geist in der Schrift erwähnt wird, ist bereits in 1. Mose Kapitel 1 Vers 2. The spirit of God was brooding over the face of the waters. Der Geist schwebte über den Wassern. And the Hebrew word that Moses uses, the word merachefet. Und das hebräische Wort, das Mose hierzu gebraucht, ist das Wort merachefet. And merachefet is a word that is used of a mother bird brooding over her eggs just before they begin to hatch. Und dieses Wort merachefet wird benutzt für die, ich weiß nicht, ob ich Glucke sagen darf, oder für die Mutter, für den Muttervogel, der über den Eiern brütet, just in dem Moment, wo sie beginnen zu schlüpfen. So picture the spirit was brooding over the face of the water just before the hatching of the dry land. Also so ähnlich könnt ihr Mose verstehen, er wollte sagen, der Geist schwebte über den Wassern, just kurz bevor dem Moment, wo das Trockene emporkam. So by using the word merachefet, Moses identified the spirit with something that a mother bird would do. Also während Mose diesen Begriff wählte, merachefet, identifizierte er den Geist mit, zum ersten Mal schon, mit einem Vogel, der über etwas brütet. Moses didn't specify any specific kind of bird. Doch Mose hat keine besondere Art von Vogel hier spezifiziert. But rabbinic theology and tradition, they specified this bird was a dove. Jedoch wissen wir von der rabbinischen Tradition, dass sie immer in ihrer Tradition diesen Geist, diesen Vogel mit einer Taube identifizieren. The ancient commentary on the first book of Moses says the spirit hovered over the waters like a dove. Wenn ihr alte jüdische Kommentare zu diesem 1. Mose 1, Vers 2 lest, dann steht dort sogar, der Geist schwebte über den Wassern wie eine Taube. So the Jewish mindset of that day, the dove was already connected with the Holy Spirit through rabbinic theology. Das bedeutet, durch die rabbinische Theologie war in den Köpfen der Juden im 1. Jahrhundert der Heilige Geist bereits mit einer Taube verbunden. Now while the Son and Spirit are visible, the Father appears only audibly. Während der Sohn wie auch der Heilige Geist sichtbar auftreten während der Taufe des Herrn Jesus, tritt der Vater nur hörbar auf. Let's read Matthew's account, verse 17. Lass uns aus Matthäus 3, den Vers 17 lesen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Now, in rabbinic theology, the last prophet was the prophet Malachi. In der rabbinischen Tradition und Theologie war der letzte Prophet der Prophet Malachi. And no other prophet would appear until Elijah returned to tell the Jewish people when the coming of the Messiah will occur. Und nach ihrer Tradition sollte nach Malachi kein weiterer Prophet mehr auftreten, bis Elia kommen sollte, der dann Israel zeigen wird, wer der Messias ist. But although there be no more prophets between Malachi and Elijah the prophet, God himself would not be silent. Und auch wenn Israel davon überzeugt war, dass zwischen Malachi und dem Messias kein weiterer Prophet mehr auftreten würde, außer Elia, dann waren sie dennoch auch davon überzeugt, dass Gott nicht still sein würde oder schweigen würde. But periodically God would simply speak from heaven with an audible voice, but it would be a very short one or two sentences at the most. Von Zeit zu Zeit redete Gott dennoch vom Himmel mit kurzen Aussprüchen. And the rabbis gave it a technical name, bat kol. Und für dieses Phänomen haben die Rabbiner einen technischen Begriff gefunden, bat kol, which literally means the daughter of a voice. Buchstäblich bedeutet das die Tochter einer Stimme. But it would always refer technically to God speaking from heaven with a short one or two sentences and no more. Aber
Das wurde zum Terminus technicus für die Rabbiner und sie wollten damit ausdrücken, wenn Gott vom Himmel durch kurze Worte sich mitteilte. So chapter verse 17 is a bad call with the father declaring that this is the messianic son of Psalm 2. Und so finden wir im Vers 17 von Matthäus 3 ein solches bad call, wo der Vater hörbar mit sich offenbart und den Messias bezeichnet. And so at his immersion he was identified by God the Father to be the messianic king. Also wurde der Herr Jesus während seiner Taufe durch Gott den Vater als den messianischen König bestätigt. He was anointed for by the Holy Spirit for his messianic service. Und er wurde vom Heiligen Geist für seinen messianischen Dienst gesalbt. What follows next is the temptation and the presence of the Spirit is with him in that temptation. Und wir wissen, dass auf die Taufe die Versuchung Jesu folgt. Und wer war bei der Versuchung beim Herrn Jesus und hat ihn gestärkt? Der Heilige Geist. This we won't be dealing with here. Ja, wir werden den Teil überspringen. You can turn to John chapter 2 in the meanwhile. Zwischenzeitlich könnt ihr Johannes Kapitel 2 aufschlagen. In your notes it's on page 6. In euren Unterlagen findet ihr das auf der Seite 6. In John chapter 2 verses 13 through 22 he comes to Jerusalem, his first visit to Jerusalem after his immersion. In Johannes Kapitel 2, die Verse 13 bis 22 wird uns der erste Besuch des Herrn Jesus in Jerusalem nach seiner Taufe berichtet. Now the baptism of the Messiah did inaugurate him into his public ministry. Und die Taufe, hatten wir ja zuvor schon erwähnt, setzte den Herrn Jesus in sein öffentliches Wirken ein. But the first 4 to 6 months he was not particularly public. In den ersten 4 bis 6 Monaten hingegen trat der Herr Jesus dennoch nicht besonders öffentlich auf. He was gathering the first of his apostles. At this point he has 5 of the 12 he will end up with. In dieser Zeit hat er sich vielmehr darum gekümmert, die ersten 5 seiner 12 Apostel oder Jünger zu erwählen. But outside the small group he's not saying too much about his messianic claims. Aber innerhalb dieser kleinen Gruppe gab er noch nicht viel von seinem Anspruch preis, der Messias zu sein. But the first Passover comes following his immersion, then he goes public in 2 ways. Aber nach diesem ersten Passa, nach seiner Taufe, tritt er tatsächlich sehr deutlich öffentlich auf und das tut er auf 2 verschiedene Arten und Weisen. In verses 13 to 22 goes public with his messianic claims. In den Versen 13 bis 22 tritt der Herr Jesus sehr deutlich öffentlich auf, indem er öffentlich seinen Anspruch, der Messias zu sein, bekräftigt. And this would be a very ideal time to go public. Und das war in der Tat ein idealer Zeitpunkt, sich öffentlich darzustellen. Because at Passover time, hundreds of thousands of Jews would come to Jerusalem to observe this festival. Was geschah denn während dem Passa? Da kamen doch Hunderttausende von Juden, sogar von der Ferne nach Jerusalem, um eben dieses höchste Fest zu begehen. They came from both inside and outside the land and both from inside and outside the Roman Empire. Die kamen innerhalb und auch außerhalb des Landes, die kamen sogar von innerhalb und außerhalb des gesamten Römischen Reiches nach Jerusalem für das Passafest. And so word was spread quickly in Jewish communities, both inside and outside the land, inside outside the Roman Empire. A man named Jesus was claiming to be the Messiah. Und so könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Wort sich wie ein Lauffeuer verbreitete, dass da in Jerusalem einer auftritt, der Jesus heißt und den Anspruch hat, er sei der Messias. Das Wort verbreitete sich innerhalb und außerhalb des Landes wie innerhalb und außerhalb des Römischen Reiches durch seinen gewählten Zeitpunkt. The second way goes public is in verses 23 to 25. Die zweite Art und Weise, wie der Herr Jesus sich öffentlich darstellt, ist in Johannes 2, die Verse 23 bis 25. He goes public with his miracles. Und zwar geht er an die Öffentlichkeit mit seinen Wundern.
He performed only one miracle earlier in verses 1 through 11. In den Versen 1 bis 11 finden wir das einzige Wunder, was er davor bereits getan hatte. But that was that's when he changed the water into wine. Ihr wisst, das war zu der Hochzeit von Kana, wo er das Wasser zu Wein verwandelte. This was a very quiet miracle, and very few people knew a sign had taken place. Aber wir können sagen, das war ein sehr leises Wunder, denn es waren ja nur sehr wenige Menschen, die präsent waren und das mitbekommen haben. But now at this Passover, he goes public with these miracles, but these miracles were there to authenticate his messianic claims. Aber hier während dem Passafest dieses Wunder war wirklich ein öffentliches Auftreten des Herrn Jesus und die öffentliche Bekräftigung, dass Herr Jesus den Anspruch hatte, ich bin der Messias. And this is the background to what now happens with Nicodemus in John chapter 3. Und das bildet den Hintergrund für die Ereignisse, die uns in Johannes 3 berichtet werden, das Zusammentreffen von Nikodemus und dem Herrn Jesus. Among the many that happened to hear what he claimed and saw what he did is the one we're introduced to in verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus. Unter den vielen, die während dem Passa mitbekommen haben, dass dieser Jesus auftritt und öffentlich in Anspruch nimmt, er sei der Messias, war auch ein Mann, der uns jetzt hier im Kapitel 3 begegnet, ein Pharisäer namens Nicodemus. When John calls him a Pharisee, that tells us right away what he actually believed. Wenn Johannes diesen Nikodemus hier als Pharisäer bezeichnet, dann sagt uns Johannes von vornherein, was dieser Nikodemus tatsächlich glaubte. Historically, we've used these one-word titles to describe where people happen to be theologically, and we do that to this day. Damals wie heute war es üblich, dass man Menschen mit einem theologischen Titel versah, um deutlich zu machen, was sie tatsächlich glauben. Das war damals so und das machen wir heute noch so. For example, if you call someone a Baptist, what would that imply? Schaut, wenn wir heute jemanden einen Baptisten nennen, was bedeutet das? Among the fundamentals of the Baptist Church is that immersion is the only proper mode of baptism. Unter den grundlegenden Glaubensüberzeugungen der Baptisten findet sich unter anderem, dass nur das Taufen durch Untertauchen eine legitime Taufe darstellt. Only those who are old enough to believe and have believed will qualify for baptism. Und das ist auch eine fundamentale Glaubensüberzeugung von Baptisten, sind nur diejenigen fähig, sich taufen zu lassen, die alt genug sind, um tatsächlich diesen Glauben zu bezeugen. If you call someone a Lutheran, you're saying something different. Wenn du aber jemanden einen Lutheraner nennst, dann sagst du damit was ganz anderes. Here's someone that believes it's permissible to baptize infants. Wenn du jemanden einen Lutheraner nennst, dann sagst du mit anderen Worten, dass dieser glaubt, dass es auch erlaubt sei, Säuglinge zu taufen. And a few drops of water is sufficient water for baptism. Und für einen Lutheraner sind auch wenige Tropfen Wasser ausreichend, um eine Taufe durchzuführen. So certain fundamentals that makes you a Baptist, a Lutheran, a Presbyterian, a Methodist, and so on. Und ihr versteht, noch bis zum heutigen Tag ist es so, dass gewisse Glaubensüberzeugungen uns zu einem Baptisten, Lutheraner, Methodisten oder Anglikaner machen. The same thing is true with the term Pharisee. Und genau das Gleiche gilt auch damals für diesen Ausdruck Pharisäer. There are certain fundamentals that made you a Pharisee that would distinguish you from a Sadducee, an Essene or a Zealot or some other branch of Judaism of that day. Und wenn du damals jemanden einen Pharisäer genannt hast, dann war klar, welche Glaubensüberzeugungen er hatte und er unterschied sich damit von einem Sadduzäer oder von einem Zeloten. And among the fundamentals of Pharisaic Judaism was this. Einer der grundlegenden Glaubensüberzeugungen des pharisäischen Judentums war die folgende: All Israel has a share in the age to come. Das gesamte Israel wird seinen Teil an dem zukünftigen Reich haben. What they meant by that is this. Was sie damit meinten, ist das folgende: Anybody that is born a Jew would automatically enter into God's kingdom. Sie glaubten, dass jeder, der als Jude geboren wurde, automatisch Teil an diesem Reich haben würde. That was not true with the Gentiles. Das galt aber nicht für die Nicht-Juden. For Gentile to qualify, he could qualify one of two different ways. Die Pharisäer glaubten, dass wenn ein Nichtjude Teil am Reich haben wollte, er sich auf eine von zwei Arten dafür qualifizieren konnte. One option is to live in accordance with the seven laws of Noah, the seven laws of the Noahic covenant.
eine Möglichkeit für einen Nichtjuden war, indem er sich unter die sieben Gesetze des Bundes mit Noah stellte oder ordnete. For greater position of honor, the second option is to convert to a Judaism. Was aber ihm viel mehr Ehre einbrachte, war die zweite Möglichkeit, nämlich wenn er sich tatsächlich zum Judentum bekehrte. So Gentile could qualify one way or the other. Also ein Nichtjude konnte sich auf eine dieser beiden Arten für das Reich qualifizieren. But Jews qualified merely by being born as Jews. Aber nach Glauben der Pharisäer war es für die Juden völlig ausreichend, Teil dieser ethnischen Gruppe zu sein, als Jude geboren zu sein. In the writings of Pharisees, they would make this statement. In den Schriften der Pharisäer findet ihr zum Beispiel folgende Aussage. Abraham sits at the gates of Gehenna to snatch any Israelite consigned thereto. Abraham sitzt da am Tor der Gehenna, um jeden Juden abzufangen, der irrtümlicherweise seinen Weg dorthin eingeschlagen hat. So if by some heavenly bureaucratic mistake a Jew was sent to go to hell, not to worry. Also sollte tatsächlich durch einen himmlischen Bürokratiefehler ein Jude in die Hölle geschickt werden, braucht ihr euch keine Sorgen machen, nach Ansicht der Pharisäer, ja, da ist für gesorgt. Father Abraham sits right there at the gate, if he sees a Jew going in, he'll grab him before he falls in. Nach ihrer Überzeugung sitzt Vater Abraham an der Pforte der Hölle und sollte ein Jude tatsächlich vorbeikommen, packt er ihm am Kragen und lässt es nicht zu. Because all Israel has a share in the age to come. Warum? Weil nach ihrer Überzeugung jeder, der zu diesem ethnischen Volk, zu dieser ethnischen Gruppe der Juden gehört, automatisch einen Teil am Reich hat. So merely being born a Jew would qualify you for the kingdom. Das heißt, nach ihrer Überzeugung, allein als Jude geboren zu sein, hatte ich schon für das Königreich qualifiziert. Like being born physically was given a specific expression in Pharisaic writings. Aber deswegen wurde in den pharisäischen Schriften dieses als Jude geboren zu sein, weil das ja so wichtig war, wurde diesem Tatbestand ein besonderer Ausdruck verliehen. The expression was to be born of water. Und in den Schriften war es so, dass man dies mit aus Wasser geboren bezeichnete. So to be born of water meant to be born physically. Weil das eben so wichtig war nach ihrer Theologie, bedeutete aus dem Wasser geboren zu sein, als Jude geboren zu sein, physisch geboren zu sein. And being born physically as a Jew would qualify you for the kingdom. Und wenn du als physisch als Jude geboren worden wärest, dann wäre das schon deine völlig ausreichende, hinreichende Qualifikation für das Himmelreich. So this is the theology of the man who now comes to Jesus based upon what he heard and saw in chapter 2. Und schaut, das eben ist die Theologie des Mannes, der jetzt in Kapitel 3 dem Herrn Jesus begegnet und der diese Ereignisse von Kapitel 2 mitbekommen hat. Very quickly, Jesus will make his point. Und der Herr Jesus kommt sehr schnell zum Punkt. Read verse 3 and 4. Lasst uns aus Johannes 3, die Verse 3 und 4 lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden? Wenn er alt ist, kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? The point is, until Nicodemus experiences the new birth, he will not even see that kingdom. Den Punkt, den der Herr Jesus hier macht, ist, er sagt dem Nikodemus, solange du nicht von Neuem geboren bist, wirst du das Reich des Himmels nicht sehen. And Nicodemus' response is often misunderstood. Und die Antwort des Nikodemus wird sehr, sehr häufig missverstanden. It's often interpreted, this was a brand new term we never heard of before. Sehr häufig sagen die Kommentatoren, das ist ein ganz neuer Ausdruck, von neuem geboren zu werden. Davon hätte Nikodemus keine Ahnung gehabt. That's not really what he's asking. Aber wenn ihr genau hinschaut, dann ist das gar nicht seine Frage. His question is not, how is one born again? Die Frage, die Nikodemus stellt, ist doch gar nicht, wie kann jemand von neuem geboren werden? Rather, how is one born again when he is old? Sondern Nikodemus fragt präzise, wie kann bitteschön jemand von neuem geboren werden, wenn er alt ist? It was merely the term itself, then what difference does age make? Wenn es nur um den Ausdruck Wiedergeburt ginge, was für einen Unterschied macht dann das Alter, was Nikodemus hier so betont? How is one born again as a child, a teenager, a young man or an old man? Ja,
spielt doch keine Rolle, wann die Wiedergeburt stattfindet, ob als kleines Kind, als Teenager oder als Mann oder alter Mann. He does know something about this term because it's a term used in the Pharisaic writings. Wir wissen, dass Nikodemus sehr wohl etwas über diesen Ausdruck Wiedergeburt wusste. Warum? Weil dieser Ausdruck in den rabbinischen Schriften benutzt wird. What he does not understand is how one can achieve it once he's reached a certain age. Was Nikodemus aber nicht verstehen konnte, ist, wie kann jemand von neuem geboren werden, wenn er ein gewisses Alter und einen gewissen Status in der jüdischen Gesellschaft erreicht hatte? Because in Pharisaic Judaism there were 6 different ways to be born again. Warum? Weil es tatsächlich im pharisäischen Judentum bereits 6 verschiedene Arten und Weisen gab, wie man von neuem geboren werden konnte. In all 6 ways of Pharisaic interpretation was in the physical, in the realm of being born of water only. Und dabei ist bezeichnend, dass alle 6 Arten der Wiedergeburt, die das pharisäische Judentum bis dahin kannte, sich im physischen, also aus Wasser geboren, das war ja ihr wichtiger Ausdruck für diese physische Geburt als Jude, abspielt. Of these 6 ways he did not qualify for 2, but he did qualify for 4. Und von diesen 6 Möglichkeiten, von neuem geboren zu werden, hat sich Nikodemus tatsächlich für 4 qualifiziert. The first way to be born again is when a Gentile underwent conversion to Judaism. Der erste Weg, wie man wiedergeboren werden konnte, war, wenn man als Nichtjude zum Judentum konvertierte. Nicodemus was born a Jew, would not need to undergo the process of conversion. Nicodemus war doch als Jude geboren, deswegen war es überflüssig für ihn, als Proselyt überzutreten zum Judentum. So he did not qualify for this first kind of new birth. Und deswegen hat er sich für diese erste Art der bekannten Wiedergeburt nicht qualifiziert. The second way is to be crowned king. Die zweite Möglichkeit, die ihm zur Verfügung stand, nach dem pharisäischen Judentum war, als König gekrönt zu werden. After a lengthy coronation service, the new king would be declared born again. Nach dieser Krönung eines neuen Königs hat man tatsächlich im Judentum öffentlich erklärt, nun ist er wiedergeboren. John nowhere indicates that Nicodemus was a member of the house of David. Von Johannes wissen wir nicht, kennen wir keinen Hinweis, dass Nikodemus ein Nachfahre des Hauses Davids sei. That was a Jewish prerequisite for kingship. Aber das war doch eine jüdische Voraussetzung, um König werden zu können. But even he happened to be, at this point the Jews were suffering under Roman domination. Aber selbst wenn Nikodemus ein Nachfahre Davids gewesen wäre, dürfen wir nicht vergessen, dass ja die Juden momentan kein souveränes Volk waren. Sie befanden sich ja unter der römischen Herrschaft. So he had no opportunity to be crowned king anyway. Deswegen gab es für Nikodemus sowieso überhaupt nicht die Gelegenheit, zum König gekrönt zu werden. There are 4 other ways that he could qualify for and he did achieve. Aber es gab von den 6 4 weitere Möglichkeiten, von neuem geboren zu werden, und tatsächlich hat Nikodemus diese weiteren 4 Möglichkeiten erreicht. And the first way, the third way and first for him is undergo a service that is now referred to as the Bar Mitzvah. Der dritte Weg und damit der erste Weg für Nikodemus ist, die Bar Mitzwa zu durchlaufen. The term came only later in Jewish history. Dieser Ausdruck Bar Mitzwa trat erst später in der jüdischen Geschichte auf. What it have in the first century is a ceremony that was done at the time that the lad is 13 years old. Was man in dem Judentum des ersten Jahrhunderts tat, war ein spezielles Zeremoniell für einen Jungen, der 13 Jahre alt geworden war. And after receiving training by rabbi, usually lasting for 3 or 4 years before he comes to the age of 13. Und bevor er diese Bar Mitzwa im Alter von 13 durchlief, musste sich dieser Junge, einer Ausbildung von 3 bis 4 Jahren unterziehen. Then the age of 13 in the synagogue service, they undergo a special ceremony that officially moves them into adulthood. Und im Alter von 13 Jahren hat man dann innerhalb der Synagoge einen speziellen Gottesdienst veranstaltet, und das war für den Jungen gleichzeitig der Übergang in das Erwachsenenalter. And that day he took upon himself the obligations of the law. Und an diesem Tag hat dieser jüdische Junge dann die gesamten Pflichten des mosaischen Gesetzes auf sich genommen. Until that point his parents were responsible for a sin, now he's responsible for his own sins. Nach jüdischer Tradition waren bis dahin die Eltern verantwortlich für die Sünden dieses Jungen. Ab der Bar Mitzwa war er dann selbst für seine eigenen Sünden verantwortlich. Now he's legally an adult. Und er wurde tatsächlich
rechtsstaatlich zum Erwachsenen erklärt. Under Jewish law, synagogue service cannot be conducted until you have the presence of 10 adult males. Nach dem jüdischen Tradition konntest du keinen Gottesdienst in einer Synagoge veranstalten, es sei denn, du hattest wenigstens 10 männliche Erwachsene. And by now he's past the age of 13. He was born again in Pharisaism at the age of 13. Und es ist offensichtlich, dass Nikodemus älter als 13 Jahre war. Das bedeutet, er hat im Alter von 13 Jahren tatsächlich seine erste Wiedergeburt erlebt. Now the fourth way is to undergo a marriage. Die vierte Möglichkeit, von neuem geboren zu werden, war durch die Hochzeit. A Jewish wedding ceremony is the number of rituals that are performed. At the end of all of these rituals, the new groom is declared to be born again. Wenn ihr mal eine solche jüdische Hochzeit beigewohnt hättet, dann werdet ihr sehen, dass dort auch sehr viele Rituale veranstaltet werden. Und nach Ablauf dieser gesamten Rituale wurde dann der Bräutigam auch als von neuem geboren erklärt. The text itself does not mention a wife for Nicodemus. In dem Text selbst ist keine Rede von einer Ehefrau vom Nikodemus. But we know he was married if we go back to verse 1. Aber wir wissen sehr wohl, dass er verheiratet war, wenn wir uns den Vers 1 anschauen. In verse 1 notice he calls Nicodemus two things. Denn im Vers 1 wird Nikodemus vom Herrn Jesus auf zwei Arten bezeichnet. First of all, a Pharisee. Zunächst einmal ein Pharisäer. That tells us nothing about his marital state. Und das gibt uns noch überhaupt keinen Hinweis auf seinen Familienstand. You could be a Pharisee single, a Pharisee married. Du konntest als lediger Pharisäer sein, genauso gleich wie als Verheirateter. But the second thing he calls him is a ruler of the Jews. Aber den zweiten Ausdruck, den er für den Nikodemus verwendet, ist, er nennt ihn Oberster der Juden. This was a title given to those who are members of the Jewish Sanhedrin, of which there were 71 members. Das war ein Titel, der speziell für die Mitglieder des jüdischen Sanhedrin, der aus 71 Mitgliedern bestand, reserviert war. And the fact that he calls him ruler of the Jews meant he was a member of the Sanhedrin. Und wenn er hier Oberster der Juden genannt wird, dann ist das der Hinweis, dass Nikodemus zu dem damaligen Sanhedrin gehört. And among the prerequisites of membership in the Sanhedrin is you have to be a married man. Und das war eine der Voraussetzungen, die du erfüllen musstest, um zum Sanhedrin zu gehören. Du musstest verheiratet sein. A single man of any age or scholarship would never qualify. Ein lediger Mann, unabhängig von seinem Alter oder seiner Qualifikation, hätte niemals zum Sanhedrin gehören können. So since he was a member of the Sanhedrin, he was also married. Seit dem Zeitpunkt, wo er zum Sanhedrin gehörte, war er auf jeden Fall verheiratet. Jewish males married back then between the ages of 16 to 20. Die jüdischen Männer haben sich in der damaligen Zeit zumeist im Alter zwischen 16 und 20 Jahren verheiratet. So at that point he was born again for the second time. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt wurde er zum zweiten Mal von neuem geboren. The fifth way to be born again is to be ordained a rabbi. Der fünfte Weg, wie man als Jude nach dem pharisäischen Judentum von neuem geboren werden konnte, war, indem man als Rabbiner eingesetzt wurde. And after many years of training under one rabbi, sometimes more than one, he would be officially ordained to the rabbinate. Diese Ausbildung als Rabbiner dauerte meistens viele Jahre, und nach erfolgreicher Ausbildung wurde man dann als Rabbiner offiziell eingesetzt. Nicodemus is both a member of the Sanhedrin and leader in the Pharisees, which means he was also an ordained rabbi. Nicodemus war ja beides. Er war Pharisäer und er war auch Oberster der Juden, sprich war Mitglied des Sanhedrin. Und damit wissen wir, dass er auch Rabbiner war. Rabbis were ordained at the age of 30. Die Rabbiner konnte man ab dem Alter von 30 werden. At that age was born again for the third time. Also wurde offensichtlich Nikodemus nach dieser Tradition des pharisäischen Judentums im Alter von 30 zum dritten Mal von neuem geboren. There's only one other way to be born again in Pharisaic Judaism. Und nun gab es im pharisäischen Judentum nur noch eine Möglichkeit, noch einmal von neuem geboren zu werden. And that is to become a Rosh Yeshiva. Und das war, indem jemand ein Rosh Yeshiva wurde. This was a title given to those who became heads of rabbinic academies, responsible to train and ordain future rabbis. Das war der Titel, der für die Leiter einer Rabbinerschule verliehen wurde, der dann die Qualifikation hatte, andere Rabbiner auszubilden. And we know Nicodemus was also attained that level in Jewish society.
Und wir wissen, dass Nikodemus auch diesen Status in der jüdischen Gesellschaft erlangte. Because in verse 10, Yeshua calls him the teacher of Israel. Denn im Vers 10 nennt der Herr Jesus den Nikodemus, du bist der Lehrer Israels. And it does have a definite article, it's not a teacher, but the teacher of Israel. Bitte beachtet, der Herr Jesus gebraucht hier deutlich einen bestimmten Artikel, der Lehrer, nicht ein Lehrer. Now some English renderings do say a teacher, but that misses the point of why he says in Greek the teacher. Leider gibt es einige englische Übersetzungen, vielleicht auch manche deutsche, die sagen ein Lehrer, aber zumindest die revidierte Elberfelder bezeichnet das richtig oder übersetzt das Griechische richtig, der Lehrer. Now going back to the fifth system. Lass uns nochmal zurückgehen zu diesem fünften Punkt. Those who were common rabbis had the title of Rav, which means a teacher. Denn ein Rabbiner hatte den Titel Rav und das bedeutete ein Lehrer. But those who are Rosh Yeshivas had a different title, Rabban, which means the teacher. Aber diejenigen, die Rosh Yeshiva waren, die haben einen besonderen Titel, Rabban, bekommen und das bedeutete, wie hier im Griechischen richtig angezeigt, der Lehrer. Gamliel is always referred to as Rabban Gamliel because he was the head of a rabbinic school. Gamaliel. Okay. Gamaliel war eben auch ein solcher Leiter einer Rabbinerschule, deswegen wird auch er immer als der Lehrer bezeichnet. One of the students was the man who became the Apostle Paul. Und einer seiner Studenten war ja der Mann, der Apostel Paulus. He's also referred to as Rabban, meaning the teacher. Und auch Gamaliel wird Rabban genannt, der Lehrer. The fact that Jesus calls him the teacher of Israel tells us he was a Rosh Yeshiva. Also ihr seht, die Tatsache, dass der Herr Jesus ihn in Johannes 3, Vers 10 den Lehrer Israel nennt, zeigt, dass er ein Rosh Yeshiva war. This was attained at the age of 50. Und das erlangte man im Alter von 50 Jahren. At that age he was born again for the fourth, but also for the last time. Und das bedeutete, nach der pharisäischen Tradition wurde Nikodemus im Alter von 50 Jahren zum vierten und zum letzten Mal von neuem geboren. So in Pharisaic Judaism, once you underwent four of these six ways for him, there was no other way to be born again. Nun versetzt euch in die Lage von Nikodemus. Im pharisäischen Judentum hatte er alle vier Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, wiedergeboren zu werden, bereits völlig ausgeschöpft. That's why he asked the question the way he did. Und das ist genau der Grund, warum er die Frage so stellt, wie er sie gestellt hat. How can one be born again when he is old? Er fragt nicht, wie kann jemand von neuem geboren werden. Er fragt, wie kann jemand von neuem geboren werden, wenn er alt ist. What he's saying is, hey, I've used up all my options. Mit anderen Worten sagt er, hey, ich habe alle meine Optionen ausgenutzt. Within Pharisaism, there was no other way to be born again. Innerhalb des pharisäischen Judentums gibt's keine Möglichkeit mehr für mich, von neuem geboren zu werden. Except the way he suggested in verse 4. Außer die einzige Möglichkeit, an die er jetzt noch denken konnte, und die stellt er in Vers 4 vor. To become a fetus again, go back into his mother's womb. Indem ich zurückkehre in den Mutterleib als Fötus. Be born of water, be born physically again as a Jew. Nochmal aus Wasser geboren werden, das bedeutet ja physisch als Jude geboren zu werden. And start the process over again of being born again the ages of 13, 20, 30 and 50. Um dann den Prozess nochmal von neuem zu beginnen, um mit 13, 20, 30 und 50 nochmals jeweils von neuem geboren zu werden. Messiah is doing with Nicodemus is using a very common Jewish way of teaching. Was der Messias jetzt mit diesem Nikodemus anstellt, ist, er gebraucht eine sehr gebräuchliche jüdische Lehrmethode dieser Tage. Going from the known to the unknown. Denn er führt ihn von dem Bekannten hin zu dem Unbekannten. The known is the phrase born again. Das, was Nikodemus ja schon sehr wohl kannte, war dieser Ausdruck, von neuem geboren werden. But the unknown factor is the spiritual ramifications. Was aber für Nikodemus noch völlig neu und unbekannt war, dass man auch geistlich neu geboren werden kann. So Jesus now will move from the physical, from the known to the unknown. Und so bewegt sich der Herr Jesus hier ganz bewusst als Lehrmethode vom Bekannten zum für Nikodemus Unbekannten. Let's read verses 5 through 7. Lass uns dazu Johannes 3, die Verse 5 bis 7 lesen. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte,
Ihr müsst von Neuem geboren werden. The point he makes is that until Nicodemus receives the new birth, he will not even see this kingdom. Den Schwerpunkt, den der Herr Jesus hier legt, ist, er sagt dem Nikodemus: Nikodemus, solange du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes garantiert nicht sehen können. So being born of water, even as a Jew, will not qualify you for the kingdom. Und so sagt er ihm, selbst wenn du aus Wasser geboren wirst, mit anderen Worten, selbst wenn du als Jude geboren wirst, hilft dir Pharisäer das nicht, das Reich Gottes zu sehen. You must be born of both water and the Spirit, both physical and spiritual, to qualify to entering into God's kingdom. Und so unterweist er ihn und sagt ihm, du musst beides sein. Ja, du musst körperlich geboren sein, physisch geboren sein, aber du brauchst auch was ganz Neues. Du musst geistlich wiedergeboren werden. He identifies the differences between the two kinds of births. Und so identifiziert oder betont der Herr Jesus den Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Geburten. To be born of water is to be born of the flesh. Aus Wasser geboren zu sein bedeutete ja, aus dem Fleisch geboren zu sein, also körperlich geboren zu sein. I was born to flesh is flesh, and flesh birth alone will not qualify you for the kingdom. Und körperlich geboren zu sein bedeutet einfach nur Körper zu sein und leiblich zu sein, Fleisch, also Fleisch zu haben, allein reicht nicht aus, um das Reich Gottes zu erben. But you also have to be born of the Spirit will regenerate a dead human spirit to become alive to God. Aber um geistlich geboren zu sein, musste man tatsächlich eine geistliche Wiedergeburt erlangen, und das war die Qualifikation, um tatsächlich Anteil am Reich zu bekommen. Is the kind of new birth that's essential to qualify for God's kingdom. Das ist diese Art von Wiedergeburt, die wirklich notwendig ist, um Anteil am Reich Gottes zu bekommen. Next question in mind of Nicodemus would be, well, how is one born again spiritually? Ihr könnt euch vorstellen, welche Frage Nicodemus dann durch den Kopf schießen musste. Wie kann jemand geistlich von Neuem geboren werden? And on this, the Messiah expands, pointing out there are two different steps involved. Und der Herr Jesus gibt ihm die Antwort und sagt ihm, Nikodemus, dazu bedarf es zweierlei Schritte. God must do the first step, man must do the second. Gott muss den ersten Schritt tun und der Mensch muss den zweiten Schritt tun. Read verses 14 and 15. Lass uns dazu die Verse 14 und 15 lesen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. The first stage is the work that God does to send his son to provide the final atonement. Der erste Schritt ist der Schritt, den Gott selbst tun musste, nämlich seinen Sohn hingeben, um das endgültige Sühneopfer zu erwirken. As Sony dies, he dies for the sins of the whole world. Als der Herr Jesus gestorben ist, ist er für die Schuld der gesamten Welt gestorben. But by itself, that will not save anyone. Aber das allein rettet niemand. Then comes the second step, human responsibility. Dann kommt der zweite Schritt, nämlich die menschliche Verantwortung. To believe what God has provided by means of the Son. Nämlich zu glauben, was Gott durch seinen Sohn getan hat und mit was er uns versorgt hat. Among the more famous verses in John's Gospel happens to be verse 16. Wir wissen, dass einer der bekanntesten und beliebtesten Verse aus dem Johannesevangelium Johannes 3, Vers 16 ist. It appears in almost every gospel tract you read. Es gibt fast kein Evangeliumstraktat, wo dieser Vers nicht zitiert wird. But it does repeat those same two steps. Und es wiederholt genau die gleichen zwei Schritte. Step one, for God so loved the world, he gave his only begotten Son. Der erste Schritt, denn Gott hat seinen Sohn, Entschuldigung, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. And the first step is a finished step. Und dieser erste Schritt ist eine abgeschlossene Handlung. God has done all he needs to do to provide salvation for all. Gott hat alles getan, was notwendig war, um Erlösung ein für alle Mal zu erwirken. But again, by itself, that will not save anyone. Aber nochmals, das alleine rettet noch niemanden. Then comes step number two, whosoever believes on him should not perish, but have eternal life. Dann muss es auch den zweiten Schritt geben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Now, Nicodemus takes the second step and accepts Yeshua, Jesus, to be the messianic king. He will not see or enter God's kingdom. Der Herr Jesus gibt dem Nikodemus hier die glasklare Antwort. Er sagt ihm, solange du nicht selbst diesen zweiten Schritt tust und glaubst, dass ich der verheißene Messias bin, kannst du das Reich Gottes nicht erben. Now, this was such a new interpretation of the new birth that he could not accept it right away.
versteht oder versetzt euch mal in die Rolle von Nikodemus. Das war für ihn so ein völlig neues Verständnis von Wiedergeburt, weil es ja hier um eine geistliche Wiedergeburt geht. Nikodemus war nicht in der Lage, das hier und an dem Tag oder in der Nacht anzunehmen. In Jewish evangelism, Jewish missions, it's very rare to see a Jew believe the first time he hears the gospel. Und das Gleiche können wir für die Evangelisation unter den Juden noch bis zum heutigen Tag sagen. Es ist sehr, sehr selten, dass ein Jude im Moment, wo er zum ersten Mal das Evangelium hört, dass Jesus Christus der Messias ist, sofort sich bekehrt und zum Glauben kommt. But if he begins to seriously consider the gospel, he enters into a conflict. Sondern sobald ein Jude mit dem Evangelium des Messias, Jesus Christus, konfrontiert wird, kommt er in einen inneren Konflikt. It's an ethnic struggle, it's a national struggle, it's a spiritual struggle. Und dieser Konflikt ist ein ethnischer Konflikt, das ist ein nationaler Konflikt, das ist ein geistlicher Kampf. He has to reprogram his whole way of thinking before he can finally come to the decision that this has to be the Messiah. Letztendlich muss ein Jude sein gesamtes Denken, zumindest ein orthodoxer oder orthodox geprägter Jude, sein gesamtes Denken neu ordnen und programmieren, bevor er überhaupt zu dem Schluss kommen kann, dieser Jesus Christus ist tatsächlich unser Messias. Any Jewish believer you meet has undergone the struggle either for a short or long duration of time. Und jeden gläubigen Juden, den du triffst, wird dir bestätigen, dass er entweder über kurz oder lang einen solchen Kampf durchlebt hat. And for Nicodemus, the struggle begins here, will continue for 3 years. Und für Nikodemus begann dieser Kampf just an diesem Tag und er sollte für 3 Jahre andauern. He'll appear 2 more times in John's Gospel. Nikodemus tritt noch 2 Mal im Johannesevangelium auf. The second time will be later in John chapter 7. Das nächste Mal später in Johannes Kapitel 7. Not yet a believer, willing to defend Jesus, to have the right of defense before being condemned. Er war zu dem Zeitpunkt noch nicht wiedergeboren, noch nicht gläubig und trotzdem hat er dem Herrn Jesus hier das Recht eingeräumt, sich zu verteidigen, bevor er verurteilt wird. The third time will be in John chapter 19. Und das dritte Mal tritt Nikodemus dann in Johannes 19 auf. Only then does he become openly a believer and participates in the burial of the Messiah. Und hier können wir sehen, dass Nikodemus als ein Gläubiger auftritt, wie er an der Grablegung des Herrn Jesus teilnimmt. Now, because of his prominence in Jewish society, he could not be ignored in Jewish writings, and he was not ignored. Wir können ja sagen, oder wir wissen ja, bei Nikodemus handelt es sich ja nicht um irgendeinen Juden. Er war ja einer der Lehrer Israels, und deswegen konnte man ihn in rabbinischen Schriften nicht einfach ignorieren. We learned some things about Nicodemus from rabbinic writings outside of John's Gospel. Und er wurde auch nicht in den rabbinischen Schriften ignoriert. Wenn ihr sie studiert, dann werdet ihr einiges über Nikodemus lernen können außerhalb vom Johannesevangelium. In those days, rabbis did not make a living from the rabbinate. Rabbiner haben in solchen Tagen ja nicht von ihrem Rabbinat gelebt. Now things are different today. Heute ist es anders. And rabbis receive salaries from synagogues, like many pastors do from churches. Heute empfangen Rabbiner ein Gehalt von ihren Synagogen, ähnlich wie Pastoren heute von ihren Gemeinden bezahlt werden. That's not the case in with Judaism of that day. Aber das war im Judentum jener Tage noch nicht üblich. Every rabbi had to have either a profession of his own hands or a side business which he can earn his income. Jeder Rabbiner musste entweder selbst einem Handwerk nachgehen oder irgendein Geschäft nebenbei betreiben, damit er sein Rabbinat ausführen konnte. This way he could teach Judaism for free and never receive payment for it. Das war notwendig, damit er dieses pharisäische Judentum kostenlos lehren konnte. Und nicht auf ein Gehalt angewiesen zu sein. In according to rabbinic sources, he was by profession a well digger. Und nach den rabbinischen Schriften wissen wir, dass es sich bei Nikodemus um einen Brunnengräber, sagt man das so, handelte. He became a very wealthy well digger. Und das war ein sehr wohlhabender Brunnengräber. Of the 3 wealthiest men in Jerusalem, he was among the 3 of the richest men. Und unter den reichsten Männern Jerusalems gehörte Nikodemus offensichtlich zu den 3 wohlhabendsten Männern Jerusalems. When he became a believer in the messiahship of Jesus, he was reduced to poverty and died a pauper. Doch als Nikodemus zum lebendigen Glauben an Jesus Christus als den Messias kam, hat ihn das völlig verarmt und er ist in Armut gestorben.
And they report his daughter had to beg for bread to stay alive. Und nach den rabbinischen Schriften musste seine Tochter um Brot betteln, um überhaupt überleben zu können. We don't know what if these rabbinic stories are true. Wir wissen natürlich nicht, ob diese Rabbinergeschichten, diese Tradition wahr ist. Because the motivation to write them is to warn other Jews against believing in Jesus. Denn die Motivation, warum die Rabbiner diese Wahrheit oder diesen Mythos über Nikodemus verbreitet haben, war, um andere Juden vor einem Weg Nikodemus zu warnen. If you believe in him, all these bad things can happen to you too. Wenn du anfängst, an den Herrn Jesus als den Messias zu glauben, dann können dir auch alle diese furchtbaren Dinge geschehen. It may be he did die physically poor. Das mag wohl sein, dass Nikodemus physisch arm gestorben ist. But he did die spiritually rich. Aber er ist sehr wohl geistlich reich gestorben. And he will have his place in the messianic kingdom. Und er wird seinen Teil an dem messianischen Reich haben. We have the first real confrontation between the Messiah and the leading member of the Pharisees. Bei dieser Begegnung zwischen Nikodemus und dem Herrn Jesus handelt es sich um die erste Begegnung, den ersten Konflikt zwischen dem Herrn Jesus und einem Leiter der jüdischen Klasse. It shows he will challenge some very fundamental beliefs of Pharisaism. Und das zeigt von Anfang an, dass der Herr Jesus sehr fundamentale Glaubenswahrheiten, an denen die Pharisäer festhielten, herausfordern würde. Such as all Israel having a share in the age to come. Zum Beispiel diese Überzeugung, die Pharisäer ja hatten, alle Juden seien automatisch Teil des Reiches aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. Okay, we'll take our break. Ja, lasst uns an dieser Stelle unsere Pause machen.